Hallo, ich bin ein Roboter und Sie sehen die 8. Folge von Game Dev Tycoon. Heute leider ein bisschen verspätet, aber trotz allem viel Spaß. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Willkommen zurück zu Game Dev Tycoon. Wir sind gerade weiterhin beim Verkaufen vom Disaster Simulator. Ich habe jetzt auch wieder einige Tage nicht mehr gespielt, also ja, eigentlich wie immer. Ich habe ja in letzter Folge ein bisschen verkackt, wenn ihr versteht, was ich meine. Da dürften wir den Disaster Simulator ja gemacht haben. Wenn nicht, tut's mir leid, dann habe ich aus Versehen eine Folge übersprungen. Das wäre nicht so nice. Aber wir erforschen jetzt trotzdem nochmal was. Nee, ich meinte Training. Ich muss ja ein Design-Profi werden, Leute. Trotzdem können wir hier irgendwas erforschen. Warte, wir können ja erstmal einen Spielbericht machen. Vom guten alten Disaster Simulator. Aber Mann, diese Trainings bringen es echt, ne? Ich bin jetzt schon fast auf Level... Ja, ich bin jetzt auf Level 500. Nice. Und die anderen machen aber mal wieder gar nichts. Leute. Was ist denn euer Problem? Ich glaube, es wird auch langsam echt mal Zeit für eine neue Engine, ne? Das ist so krass, Leute. Ja. Die meisten Sachen kriegt man jetzt erst bei 40 Punkten. Dazu müssen wir erstmal ein neues Spiel entwickeln. Spielbericht. Katastrophen und Simulation ist eine großartige Kombination. Sound ist sehr wichtig. Okay. Einer kann ja noch hier ein neues Thema erforschen. Oh, wir haben echt schon viel. Werwolf-Simulator. Kenne ich zwar auch nicht, aber wird schon geben. Wir haben echt 200.000 monatliche Kosten. Wir müssen jetzt echt... Nicht am Kopf kratzen. Kyle, unsere Firma liegt in deinen Händen. So. Da Werwolf. Werwolf Simulator. Richtet sich schon an Erwachsene. Also ja, das ist ein Actionspiel, Abenteuerspiel, Rollenspiel. Schon eher Action, ne? Ich meine, wenn du gegen freaking Werwolf kämpfst. Oh, der PC sieht jetzt anders aus. Ha, lol. Wo ist der im Box, ha? Auch wieder runtergerutscht. Da habe ich aber einiges verpasst, Leute. Da ist ja viel passiert. Habe ich so lange kein Spiel mehr gemacht. Ha. So, Engine scheint sehr wichtig zu sein, okay. Story and Quests. Ja, ein bisschen. Ja, Verteilung ist ja auch okay. Kann man ja nichts anderes machen, Leute. Ah, immer so schön satisfying. Bei unserem Rekordspiel ist das irgendwie auf 50 gewesen, fast. Künstliche Intelligenz. So. Machen wir das dann einfach mal so. Kommt mir gerade ein bisschen so vor, als wäre das Spiel so ein bisschen laut, Leute. Konsolenneuigkeiten. Die Mbox 300. Wir sind schon bei der Mbox 360. Okay. Spiel auf der ganzen Welt sind aus dem Häuschen. Okay. Wenn wir jetzt schon da sind. Krass. Spiele mit neuen Themen. Hey. Das ist ja praktisch. Sound. Spielweltdesign. Mein Werwolf-Spiel. Grafik nicht so. Jetzt auch so ein 2D-Game rein theoretisch machen. Alle Lofer da. Das sind echt coole Punkte und gute Werte, die wir kriegen. Und sehr viele Forschungspunkte. Dann entfernt mal die frickin' 22 Bugs, die wir hier haben. Huh. Kann ich jetzt? Du bist doch nicht zu gebrauchen, Victoria. Aber immerhin zwei neue Rekorde. Und einige Levelaufstiege, unter anderem auch in 3D-Grafik. Und sehr viel Gehaltserhöhung. Spezialtraining verfügbar. Grundlegende Physik, Cloud-Spielstände, Mod-Support. Was könnte ich denn da noch machen? Erste Bewertungen. Jawohl. Ach, obwohl. Naja, geht. Ist eigentlich recht gut. Wunderschön. So viel Wert auf Grafik habe ich jetzt auch wieder nicht gelegt. Du liebst es, dann gib 5 Sterne und nicht 4. Manchmal ein bisschen unlogisch. Aber egal. So, Joanne. Du gehst mal in den Urlaub.
Ach ja, das sind auch sehr gute Einheiten, die wir verkaufen. Und wir sind Rang 13. Ja, jetzt müssen wir hier... Ach du Kacke. Uff. 100 Forschungspunkte. Wieso habe ich jetzt so viel hingekriegt? Ach so, wir können Spezialisierungen jetzt machen? Okay. Ich will aber trotzdem eher an Game Design hier ein bisschen rumforschen. Und ihr macht mal einen Spielbericht für den guten alten Werwolf-Simulator. Und die Mbox 360 wurde jetzt auch veröffentlicht. Aber wir scheinen schon echt weit zu sein, ne? Wir sind ja auch schon im Jahr 19. Sorry, dass ich so müde klinge, Leute. Werwolf-Simulator, ja. Goldstatus erreicht. Bin ja nicht dumm. Diese Woche hat es nochmal ordentlich reingegangen. Wir sind schon auf Stufe 600. Und wir haben das heute erst das zweite Mal gemacht. Wir haben schon 100 Punkte gekriegt. Nachricht entschlüsseln. Forschungsunterlagen. Ja, okay. 5000 kann ich kochen, okay. Für 5000 mache ich sowas gerne. So? Ach so. Werwolf und Action ist eine großartige Kombination. Künstliche Intelligenz ist sehr wichtig. Okay, darauf habe ich jetzt keinen großen Wert gelegt. PlayStation und Action ist auch großartig. Perfekt, Leute. Perfekto Lösung. Und ihr geht jetzt mal alle in den wunderbaren Urlaub, damit ihr gleich wieder alle fit zum nächsten Game seid. Und ich cut euch das mal ganz gut raus. Hölle, die G3. Ja, sieht in Ordnung aus. Oh. Ach du Kacke. Ja. Okay. Komm. Wann schaffen wir es endlich unter die Top 100? Ich kapiere es nicht. Mann. Okay, alle Mitarbeiter sind jetzt auch wieder da. Kann ich das Training machen? Nein, dafür brauche ich 30 Forschungspunkte. Was sollen wir denn dann machen? Mod Support. Wollen wir mal eine neue Engine machen? Ich habe gesagt, beim nächsten Hit. Das ist nicht wirklich ein Hit hier. Aber wir haben schon sehr viele neue Sachen hier. Ja, wir haben schon noch was zu forschen. Ich würde sagen, wir erforschen noch das hier. Wenigstens. Ich hätte gern 5 mehr Forschungspunkte, damit wir noch eine Sache erforschen könnten, nämlich die Cloud-Spielstände, aber wenn es nicht geht, machen wir es nicht, Leute. So, von 470.000 kommen wir auf 840.000. Wie nennen wir das jetzt? Ist jetzt die Frage. Sollten wir von noch einer Engine? Unity. Alter, das wird die United Engine. Yay. Oh, das wird teuer. Aber immerhin kriegen wir Forschungspunkte. Denn Forschungspunkte sind nice. Der Markt hat sich wieder normalisiert. Ist auch gut so. Naja, was heißt gut so? Aber egal. M-Box wird bald vom Markt genommen. Okay. Die Gamesphere wird vom Markt genommen. Next-Generation-Konsole. Ist das die Wii U? Die New wird mit einem Controller eingebaut, einen Bewegungssensor. Ja, das war immer cool an der Wii. Hab aber nie eine gehabt. Dafür habe ich aber eine Switch. Kann mir mal jemand sagen, wie man eine Switch aufnimmt? Ich habe keine Ahnung. Ich würde das gerne mal machen. Denn Aufnahmeprogramm an sich auf der Switch gibt es halt nicht, ne? 500.000 Spiele-Engine. Investiere über 500.000 in eine neue Spiele-Engine. Das ist ein Erfolg. Wow. Die United Engine ist jetzt fertig. Nice, Alter. Und ich kann nochmal trainieren. Nice. Fehlen nur noch 80 Punkte.
Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt erreichen kann. Hoffentlich schon. Denn das wird ziemlich nice, Leute. Da könnten wir mich schon zum Design-Spezialisten machen. Und es fehlt ein Forschungspunkt. Oh Gott. Die Games Fair wird nicht mehr unterstützt. Dann warte ich nochmal ganz kurz, bis ich fertig trainiert habe. Und dann machen wir direkt ein neues Game. Oh. So, perfekt. Hatten wir uns eins dieser Thema noch nicht? Ich glaube, wir hatten Dystopie noch nie. Noch nie hatten wir Dystopie. Noch nie in meinem gesamten Leben hatten wir Dystopie. Das ist der Zukunftssimulator, weil alles immer ein Simulator sein muss. Es könnte die Zukunft simulieren, aber es könnte auch Action sein. Ich nehme mal Action. Oh, die M-Box 360. Nein. Und natürlich auch die United Engine. Stimmt, können wir nicht auch bessere 3D-Grafik mittlerweile erforschen? Wo haben wir das? 3D-Grafik Version 3, Tatsache. Müssen wir bald mal machen. Fortgeschrittene... Ja, die fortgeschrittenen Zwischensequenzen natürlich. Videowiedergabe, Mod-Support, Folge, Charakterentwicklung. Ach du Scheiße, wird das teuer. Egal, Leute. Das Spiel wird toll. Hoffentlich. Ja, aber am wichtigsten ist immer, dass die Kombination gut ist. Ja, Interview mache ich sehr gerne. Viele Leser sind neugierig. Mehr von Story und Quests, mehr von Level Design. Ich nehme Story und Quests. Vielen Dank für Ihre Zeit. Meine Fresse, was passiert denn hier? Ach du Kacke, 64 Punkte. KI-Gefährten und Easter Eggs natürlich auch. So. Perfekt. Alter Leute, das wird so nice. Wir haben auch schon wieder so viele Forschungspunkte. Oh mein Gott. Ja. Grundtöne? Nein. Soundtrack, Tag-Nacht-Zyklus. So. Ich habe mehr gesagt von mehr von Story und Quests auch. Spielbilddesign ist schon wichtig. Ich lasse einfach mal so, wie es gerade ist. Und ich habe nicht darauf geachtet, wie viele Mitarbeiter was machen. Die Nu wird veröffentlicht. Nice. By the way, heute kommt ja auch eine Folge kurz erklärt. In 2 Stunden. Zumindest wenn ihr das gerade in der Premiere seht. Um 12 Uhr. Habe ich ja auch lange nicht mehr gemacht, ne? Es ist mir gerade erst aufgefallen. Also, es ist gerade erst mir vor ein paar Tagen aufgefallen. Dann habe ich mich an die nächste Folge gemacht. 2 neue Rekorde. Aber kein Levelaufstieg. Doch, Arthur hat einen Levelaufstieg. Ja, 65.000. Die ganzen Mitarbeiter sind so teuer. Bitte. Ach ja. Ist okay. Ja, das ist okay. Mittlerweile ist das Durchschnitt, ne? Action-Spiele funktionieren gut auf dem PlaySystem 2. Finde ich auch. Du liebst es. Vielen Dank, All Games. Vielen Dank für diese Ermutigung. Ja, dann trainier mal hier im Game Design-Kurs und dann dürftet ihr das auch rein theoretisch schon haben. Ist ja nice. Und du machst mal einen Spielbericht. Ah, es tut immer so gut, wenn so viele Einheiten verkauft werden. Ja, Mann. Alter, so nice. Ist euch eigentlich schon mal durch den Kopf gegangen? Das ist mal komplett vom Thema abgeschweift, aber wenn so Sachen... Ich gucke mir jetzt zum Beispiel die Bewertungen eines City Skylines DLCs an. Und die schreiben da einfach in schlechte Bewertungen. Die schreiben da, dass sie sich wundern, warum das denn nur einzigartige Gebäude sind, die man nur einmal setzen kann. Ich meine, hallo, ich gucke mir immer 3 Stunden lang Videos zu Sachen an, die ich mir vielleicht kaufen will. Ich denke nicht einfach nur so, oh, was für 5 Euro und City Skylines ist im Namen, kaufen. Ja, das ist immer so ein bisschen dämlich. Ist euch das jemals durch den Kopf gegangen? Denkt ihr da genauso wie ich? Schaut euch auch immer erst 3 Stunden irgendwas an? Ich tue es schon. Vielleicht bin ich ja auch der Einzige. Ja, stimmt, Goldstatus, kleiner Messestand.
Dystopie und Action ist eine okay Kombination. Okay, künstliche Intelligenz ist sehr wichtig. Spielbilddesign ist nicht so wichtig. Okay, aber es hat sich ja trotzdem ganz gut verkauft. Ja, bin ich jetzt tatsächlich schon ein Design-Profi? Jawohl. Design-Spezialist. Dafür brauchen wir 100 Forschungspunkte. Ach du Kacke. Ja, dafür müssen wir ein neues Spiel entwickeln. Denn du forschst mal, denn du hast am wenigsten... Horror. Ja, machen wir Horror. Das wird toll. Aber die Frage ist, was für ein Spiel wird das? Ist das Abenteuer? Ist das... Was ist das? Das PlayStation 3 schon. Alter, wir sind echt schon weit. Blu-ray-Player. Alter, heftig. Bleibt abzuwarten. Ja. Das PlayStation 3. Keine Ahnung. Ist die PlayStation 3 gut angekommen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, was kommt jetzt auch schon bald? Die PlayStation 5. Habe ich aber, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Alter, 176.000. Nice. So, du kommst in den Urlaub. Und wir hocken hier, während sie im Urlaub ist, einfach nur rum, okay? Wir schauen uns die wunderbaren Verkaufszahlen an. Und sie ist wieder zurück. Das ging ein bisschen schnell. So, Thema, Horror, Genre. Was ist das, Leute? Ein Rollenspiel? Eher nicht. Das ist Abenteuer, würde ich jetzt mal behaupten. Abenteuer war hier nur okay. Ich will halt nicht 500.000 für so eine Lizenz bezahlen. Wir nehmen mal das PlaySystem. Was könnte das sein? Erstmal mittleres Spiel. Und das richtet sich natürlich an Erwachsene. Ich meine, Horror-Kids, das dürft ihr nicht spielen. Just kidding, ihr dürft spielen, was ihr wollt. Aber ich bin kein großer Fan von Horror. Ich kriege ja sogar schon von irgendwelchen Serien ab 12 Angst, die irgendwie, keine Ahnung, wo nur eine einzige Folge mal ein bisschen gruselig ist. Da kann ich schon nachts nicht schlafen, das ist grauenhaft. So, wie nennen wir das denn? Das ist der S-Sim-Simulator. Wir hätten unsere Firma einfach irgendwas mit Simulator nennen sollen. Das ist dann jetzt auch schon... Das letzte Spiel für diese Folge, die dürfte jetzt recht lang gewesen sein. Also tut mir leid, deswegen. An der Seite haben wir alles. Gameplay ist natürlich wichtig. Ja, okay, die Folge war doch nicht so lang. Habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, aber Alter! 87 Punkte am Anfang. Oh my God. Brr. So, Victoria, du machst mal das. Joanne, du machst das. Einfach damit mal ein bisschen ausgeglichen ist. Alter, Leute. So viel Design. Ich glaube, wir sollten uns auch mal in Technologie ein bisschen üben. Chef, jemand scheint unsere Kreditkarteninformationen gestohlen zu haben. Ach du Scheiße. Mit der Karte wurden in den letzten Monaten einiges gekauft. Leider haben wir 165.000 verloren. Ja, aber die Leute haben doch immer noch unsere Nummer. So funktioniert das nicht. Ja, Spielweltdesign schon. Sound auch, Grafik. Keil, mach doch nicht immer so viel. Meine Fresse. So, Victoria, du machst das. Armer Keil. Keil, Alter, du sollst doch nicht so viel machen. Wieso haben wir so viel mehr Design? Wir brauchen auch mal einen Technologiespezialisten hier. Aber es wird sowas von Design-Rekord. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Bugs. Wir haben immer noch keine 100 Forschungspunkte. Und das nur, weil ich ein neues Thema erforschen habe. Er meinte, als merkwürdig und arrogant bezeichnet wurde, lästernd und äußerst negativ über Microsoft sehr erfolgreiche Xbox 360 geäußert. Oh nein! Während sie die eigene PlayStation 3, welche im Laufe des Monats erscheint, im Himmel gelobt haben. Okay. Ich sag ja, die kommt nicht so gut an. Unüblich hoher Preis. Klingt nicht so, als würde die sonderlich gut ankommen. Victoria! Meine Fresse. Und du kriegst auch noch eine Gehaltserhöhung. Meine Fresse. Full-Motion-Video-Synchronsprecher. Vereinfachte Körpersprache oder einfache Körpersprache und virtuelles Wirtschaftssystem. Alter. Erste Bewertung für das Spiel S-Simulator. Okay. Das kommt auch sehr gut an. Schwerpunkt auf Sound hat im Spiel gut. Nice. Ich habe es tagelang gespielt.
Ja, du hast wahrscheinlich aber nur tagelang unter deiner Decke gehockt und hast geheult. Fantastisch, vielen Dank, All Games. 10 Sterne sind nice. Also ich meine 5 Sterne. So, das PlayStation 3 wird veröffentlicht. Schauen wir uns nochmal die Verkaufszahlen an. Und das war's dann auch schon für die heutige Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotz allem gefallen. Das heißt trotz allem, wir haben heute eigentlich nur Hits gehabt. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Und als ich anfing, S-Simulator zu spielen, hatte ich keine Ahnung davon, was mich erwarten wird. Ein perfektes Beispiel dafür, wie Dialoge in einem Spiel viel aufregender sein können als in einem Film oder in einem Buch. Ich hatte zu jeder Zeit das Gefühl, wirkliche Entscheidungen zu treffen und die Geschichte zu verändern. S-Simulator verdient wirklich eine Top-Platzierung in den Charts. Irgendwie raffen die nicht so alle, dass das Horror ist. Markt reagiert schon wieder besonders gut auf Spiele mit neuen Themen. Aber ja, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Leute!